Hi. Und jetzt geht es weiter mit dem Programm DATEV Auftragswesen Next. Habt ihr hier zunächst einmal auf der linken Seite eure Verkaufsbelege von den Angeboten und könnt hier dann nämlich die notwendigen Informationen eintragen, Kunden hier manuell anlegen. Was ebenfalls möglich ist, ist, dass ihr einige Voreinstellungen treffen könnt. Hi, ich bin Luisa. Wir sind ja in den letzten Videos mit DATEV Unternehmen online gestartet. Und jetzt geht es weiter mit dem Programm DATEV Auftragswesen Next. Und ich teile dieses Video in zwei auf. Und zwar geht es in dem ersten um die Voreinstellung und die Funktion von Auftragswesen Next. Und im nächsten Video werden wir dann gemeinsam eine Rechnung erstellen, genauer genommen eine E-Rechnung. Aber erst einmal zur Vorstellung Auftragswesen Next. DATEV Auftragswesen Next ist eine Online-Anwendung für Unternehmen, die den Verkaufsbereich durch die Vereinfachung kaufmännischer Prozesse unterstützt. Die Anwendung ist sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Endgeräten nutzbar, wodurch flexibles und ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht wird. Ihr könnt verschiedene Verkaufsbelege wie Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Rechnungskorrekturen erstellen und versenden. Die Anwendung unterstützt, wie auch schon gesagt, den Versand von E-Rechnungen in den Formaten X-Rechnung und auch Zugpferd ab Version 2.0. Weitere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten umfassen die Verwendung eigenen Briefpapiers und Logos für jeden Belegtyp. Was ihr für die Nutzung braucht, ist natürlich ein Vertrag für DATEV Unternehmen Online und auch für DATEV Auftragswesen Next. Und der Login ist ganz normal durch den Smart Login nutzbar. So, und dann starten wir einmal ins Programm. Wir befinden uns wieder in DATEV Unternehmen Online und gehen dann zunächst einmal in die Anwendungen und dann auf Auftragswesen Next. Und bevor wir jetzt mit der Erstellung von irgendwelchen Verkaufsbelegen starten, gucken wir uns einmal den Aufbau des Programms an. Und zwar habt ihr hier zunächst einmal auf der linken Seite eure Verkaufsbelege von den Angeboten zu Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Rechnungskorrekturen. Dann geht es weiter mit den Stammdaten, wie den Kunden, Artikeln oder Artikelgruppen. Und zuletzt haben wir hier noch zwei Auswertungen. Einmal die Geschäftsentwicklung und das Rechnungsausgangsjournal. Wenn wir uns dann einmal in den Angeboten beispielsweise befinden, sieht das so aus, wir haben jetzt noch nichts angelegt, aber könnten jetzt über diese Schaltfläche einmal ein Angebot neu anlegen. Und je nachdem, wie viele Angebote wir dann haben, können wir über die Suchfunktion hier nach einem entsprechenden suchen, können hier ein Schlagwort eingeben, können auch über diese Filterfunktion nach Angeboten filtern, können uns entweder Entwürfe, offene Angebote oder erledigte Angebote anzeigen lassen und auch einen Zeitraum einstellen. Dann gehen wir mal weiter, und zwar, um überhaupt Rechnung ausgeben zu können, müssen wir zunächst einmal Artikel in unserem Bestand anlegen. Dazu gehen wir einmal in die Artikel und gehen dazu einmal entweder auf Neu anlegen und können hier dann nämlich die notwendigen Informationen eintragen, wie beispielsweise die Bezeichnung. So, wenn es jetzt eine Schraube ist, geben dann hier eine Artikelnummer ein. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist die 10. Legen dann den Artikeltyp fest, den Steuersatz, den Nettopreis. Und dann errechnet sich der Bruttopreis direkt daraus. Die zusätzlichen Beschreibungen sind optional. Eine Artikelgruppe ist ebenfalls optional. Empfiehlt sich natürlich bei einer großen Menge von Artikeln. Und die Einheit kann man hier auch noch angeben. Das sieht dann so aus. Dann kann man den Artikel auch schon speichern. Was ebenfalls möglich ist, dass ihr, wenn ihr die Artikel nicht alle manuell abtippen möchtet, was natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, natürlich wäre es effizienter, die Artikel direkt zu importieren. Und das ist möglich, indem ihr auf Importieren geht. Dann öffnet sich einmal dieses Fenster und ihr könnt hier auch einmal die Vorlage herunterladen, den ihr eine CSV-Datei am Ende einspielen könnt. Ihr könnt auch, falls ihr das Programm für Testzwecke nutzt, könnt ihr auch über das Musterpaket von DATEV Unternehmen Online ein Musterpaket für DATEV Auftragswesen Next herunterladen. Da ist auch eine Artikelnummer, die könnt ihr hier auch als CSV-Datei einspielen, wenn ihr es lediglich für Testzwecke nutzt. Ansonsten müsst ihr das Format nehmen, das eben hier zur Verfügung gestellt wird. Daran könnt ihr euch ganz gut orientieren. Und wie gesagt, dann müsst ihr eure Artikel nicht alle manuell hier erfassen. So. Dann, wie schon erwähnt, ist es auch möglich, dann Artikelgruppen festzulegen und das erstmal dazu. Natürlich brauchen wir auch einen Kunden, an den wir eben einen Verkaufsbeleg richten möchten, nachdem wir unsere Artikel angelegt haben. Das können wir auch entweder machen, indem wir auf Neuanlegen gehen und dann unsere Kunden hier manuell anlegen. Oder aber,
Wenn ihr eure Kunden nicht manuell anlegen wollt, könnt ihr das natürlich auch automatisieren bzw. könnt einen ganzen Kundenstamm importieren. Das geht allerdings nicht über die Kundenübersicht in Autaxis Next, sondern dazu müsstet ihr einmal in die Anwendung reingehen, geht dann in die Stammdaten und geht dann auf Geschäftspartner und die könnt ihr dann hier importieren aus einer Datei. Und somit könnt ihr dann hier eure Geschäftspartner einspielen. Dann gehen wir wieder zurück in Auftragswesen Next. Jetzt befinden wir uns wieder in Auftragswesen Next. Was ebenfalls möglich ist, ist, dass ihr einige Voreinstellungen treffen könnt. Und zwar, indem ihr hier einmal in die Einstellungen reingeht. Und dann seht ihr hier schon verschiedene Einstellungsmöglichkeiten über Steuersätze, Mengeneinheiten, über die Textbausteine, Preise aufbelegen, Belegnummern, Geschäftsvorfälle, E-Rechnung, Beleglayout, Zahlungserinnerung, E-Mail-Versand und Forderungsarten. Darauf gehen wir aber im nächsten Video nochmal genauer ein. So, dann gehen wir einmal zurück ins Programm. Und das war's auch schon an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im nächsten Video geht es dann weiter mit dem Erstellen von Rechnungen. Und falls ihr noch Fragen habt, bis dahin stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten schreibt mir auch gerne wieder direkt über LinkedIn. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.